So, dann wollen wir mal rangehen an die Nummer. Also, hey Jim, hat die Frage gestellt, was sagst du zu Nagelsmann, Vertrag bis 2026 verlängert beim DFB und Marzen hat seinen Wechselwunsch bei Chelsea hinterlegt, würde gerne beim BVB bleiben. Ganz kurz, ne, auch mal wichtig, kurz Arme heben, ich habe gerade vorher noch Sport gemacht, ich bin gut am Sweaten. Dementsprechend anständig die Teller unter dem Ärmchen am Start. Das sind die ähnlichen Teller, die jetzt vielleicht gerade der ein oder andere auch beim FC Bayern München hat. Kappa Wappa. Aber wenn wir das ganz nüchtern betrachten, ich persönlich, und wir haben da vor einigen Tagen drüber geredet, mit der Nagelsmann-Geschichte, ich halte das momentan aus seiner Sicht für den besseren Schritt. Vor, wie gesagt, 2-3 Tagen haben wir da schon drüber geredet und da war meine Meinung relativ klar. Für mich fühlt es sich weird an, wäre er jetzt schon wieder zu Bayern zurückgegangen, weil ich mir aus seiner Perspektive das nicht gegeben hätte. Klar, die Verantwortlichen, die dafür, also die das mehr oder weniger in die Wege geleitet haben, dass er den Verein verlassen musste, sind nicht mehr am Start. Aber Bayern ist momentan einfach nicht dieses gemachte Nest, in das du dich setzt, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du machst einen halbwegs guten Job als Trainer, du holst diverse Titel und all good. Sondern die sind momentan im Umbruch. Der ist momentan, das darf man auch nicht vergessen, der begleitet die komplette EM. Müsste dann ja irgendwann schon parallel, wenn es um Wechselwünsche geht und alles drum und dran, parallel anfangen mit Bayern zusammenzuarbeiten. In der Art und Weise, wie man den Sommer strukturiert, das sehe ich halt nicht. Das ist unnötige Kopfschmerzen für ihn, weil ich denn das Gefühl hätte, er könnte sich nicht auf das eine konzentrieren oder auf das andere. Und das könnte wiederum auch ein negatives Licht auf ihn und seine EM-Leistung werfen. Ganz dämlich gesagt, das ist einfach nur Bauchgefühl, nicht mehr, nicht weniger. Und ich würde mir das an seiner Stelle auch nicht geben. So, der hat nichts Schlimmes verbrochen, der hat einen soliden Job gemacht. Er hat nicht so gearbeitet oder der Erfolg war nicht so, wie man sich es gewünscht hat. Zumindest damals nicht und der Bratzung kam. Für mich hat er einen soliden Job gemacht, aber nichtsdestotrotz, man hat ihn irgendwo verheizt. Man hat ihn vor die Tür gesetzt und irgendwie war aber auch zumindest zu dem Zeitpunkt, bevor es zur Entlassung kam, kurz davor, aber auch sehr unruhig, natürlich immer nur, was man auf Social Media mitbekommt, da darf man nicht zu viel drauf geben. Ja, in Richtung Nagelsmann, dass man auch nicht, also dass zumindest auch im Fanlager nicht alle super happy mit ihm sind. Das ist normal, das wird man nie unterbinden können, deswegen, wie gesagt, nicht so viel drauf geben. Aber für mich ist der Schritt jetzt gerade der richtige. Denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Der Dude ist 36, der ist 5 Jahre älter als ich und ist halt einfach ein Trainer, dem theoretisch gesehen alle Türen im Fußball offen stehen werden. Wenn der einfach nur so weiterarbeitet, wie es bisher gemacht hat. Der kann bei jedem Verein fast unterkommen und die Tür zu Bayern ist für mich definitiv nicht zu. Wenn der jetzt die EM halbwegs sauber performt, dann die nächste WM noch mitnimmt, dann ist er 40, hat anständig Erfahrung nochmal gesammelt in einem anderen Bereich, dann kann er nochmal sagen, okay, vielleicht auch schon vorher, mir reicht das, ich will mich jetzt wieder auf ein Team konzentrieren und dann kann er ja schauen, wo die Reise hingeht. Aber jetzt gerade wäre Bayern für mich einfach ein verkehrter Schritt. Und deswegen bin ich froh, dass das nicht gemacht hat. Aus Perspektive. Ja, ich habe volles Brett gesabbert, es tut mir leid. Aus Perspektive vom Nagelsmann, wie gesagt, alles nur Bauchgefühl, nicht mehr, nicht weniger. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt aber im nächsten Moment, wer bleibt jetzt als Option noch offen? Bayern hat echt eine scheiß Position. Und ich. Warte. Hier, ne? Bevor gleich jemand ankommt und mich mit dem ersten Stein wirft. Ich könnte mir vorstellen, folgendes Szenario. Tuchel macht legt eine gute Performance gegen Real Madrid im Halbfinale hin. Wenn du gegen Real Madrid ausscheidest, ist es okay, das kann man machen. Gegen Real Madrid kann man verlieren. City, Grüße gehen raus. Auf der anderen Seite, sollten sie Real schlagen und die Chance ist da. Die Chance ist da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und die ziehen gegebenenfalls ins Finale ein. Und alles, was darüber hinaus passiert, ja, könnte ich mir vorstellen, unter bestimmten Umständen, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass man sich mit Tuchel nochmal an einen Tisch setzt und probiert nochmal zu sagen, okay, du hast in der Champions League jetzt gerade einen guten Job gemacht, du hast uns nochmal wieder neues Vertrauen gegeben, wir sind bereit, dir vielleicht die Transfers zu geben, die du gerne möchtest oder wir bemühen uns darum, lass nochmal an einen Strang ziehen und dann ab dafür. Aber das würde sich jetzt, also, ne, muss man gucken, da müssen ein paar Leute natürlich auch über den eigenen Schatten springen und ich weiß nicht, ob er das selber wirklich sieht oder ob er den Xavi dann machen würde und sagt, hey, ganz ehrlich, ihr könnt mich kreuzweise, ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. Aber unterm Strich hat man Arsenal, einer der stärksten Mannschaften, rausgekegelt. Alles, was mit Champions League zu tun hat, selbiges gilt für Dortmund, hat man überragend eigentlich performt. Und wenn nicht sogar gemessen an der Bundesliga-Saison überperformt oder halt in der Bundesliga wahrscheinlich eher crazy underperformt. Und ja, das wäre ein Szenario, was ich nicht komplett ausschlagen würde.
nicht komplett ausschlagen würde. Jetzt der Linkort geschrieben, sie dann kurz vor Unterschrift. Sie dann ist interessiert, deutsche Medien, nichts dran. Gestern war noch Nagelsmann Favorit. Letzte Woche De Serbi. Man kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Nein, natürlich nicht. Alles, was in diese Richtung kommt, ist halt Quark mit Soße. Weil die natürlich einfach nur probieren, irgendwo ihre Klicks abzugreifen. Das ist ja mittlerweile einfach der Journalismus. Fabrizio Romano sei Dank, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Für mich ist das alles mittlerweile absolut, absolut anstrengend und absolut nervig. Ich sehe sie dann nicht beim FC Bayern, weil er meiner Meinung nach für das Projekt auch einfach nicht der Richtige wäre. Unter der Prämisse, wie ich ihn selber bei Real als Trainer wahrgenommen habe. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Für die Bundesliga, Bayer Leverkusen mit einem Xabi Alonso an der Seitenlinie stehen zu haben und Bayern München mit einem Zidane an der Seitenlinie stehen zu haben, hands down, take my money. Take my money, sage ich nicht nein. Sage ich nicht nein. Aber ich sehe, stammt jetzt nicht, auch hier wieder Bauchgefühl, dass Zidane der richtige Schlüssel für das Loch bei Bayern München ist, was momentan benötigt wird. Dementsprechend, ja, bleibt nicht so viel übrig, ne? Wer da noch kommen könnte und wer nicht. Ich bin sehr gespannt, was sich da entwickelt, wie sich das entwickelt und allen voran, wann es auch mal konkret wird. Ich denke mal, so super, 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 super lange wird das alles ja nicht mehr dauern, weil im besten Fall musst du denn ja wirklich, und das hat Bayern bitter nötig, musst du ja wirklich den kompletten Sommer mit einem Trainer planen, musst mit ihnen in die Vorbereitung gehen, du musst schauen, an welchen Kaderschrauben muss geschraubt werden. Das ist nicht mehr mit, wir brauchen nur noch einen Sechser, sondern momentan ist da ein bisschen mehr am Argen, gerade auch im Gehaltsgefüge etc. etc. Dementsprechend bin ich sehr, sehr neugierig. Sehr, 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 sehr neugierig. Für nur eine weitere Saison mit Tuchel werden die safe nicht Summe X an Transfers für ihn ausgeben. Sebo, wer sagt, dass es bei einer bleibt? Die Ausgangslage für Tuchel hat sich aktuell auf jeden Fall verbessert. Weil Champions League, Real Talk, Arsenal mit zwei sauberen Spielen rausgekegelt. Mit Real, wenn da was geht, hey, da gibt es alles möglich. Unwahrscheinlich, aber meiner Meinung nach würde ich da hingegen nichts ausschließen. Weil irgendwann gehen die Optionen flöten. Na? So, wen willst du denn jetzt noch haben? Vor allem, wenn man immer noch bedenkt, dass der Bayern in der Regel präferiert, einen Trainer zu haben, der irgendwo in irgendeiner Art und Weise deutschsprachig ist. Und das trifft aktuell nicht mehr auf sonderlich viele zu. Kann natürlich auch andersweitig arbeiten, da spricht ja überhaupt nichts gegen, aber unterm Strich viele, viele, viele Fragezeichen. Champions League Halbfinale oder möglicher Champions League Win größer Bundesliga? Ja, ja, Champions League Win 100% größer Bundesliga. Natürlich, keine Frage. Glaube kaum, dass die Tuche die Blöße gibt. Gut möglich, wir werden es ja sehen. Ja, und bezüglich Marzen. Ian Marzen, der jetzt angeblich seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll, war. Ja, BVB-Star Ian Marzen informiert Chelsea über Wechselwunsch. Hat einen klaren BVB-Plan. Ich sage es mal so. Wenn und das Geld, was Dortmund jetzt bekommen hat, dadurch, dass sie Atletico rausgeschmissen haben, die Einnahmen schmecken. Die schmecken aus der gesamten Champions-League-Zeit. Ich glaube, das sind 50 Mio. Oder so ein Kram. Ich weiß es gar nicht so genau. Das Beste, was er machen könnte, ist, den in irgendeiner Art und Weise zu verpflichten. Hat er denn eine Ausstiegsklausel? Ausstiegsklausel bei Chelsea von 40 Mio. Der Typ ist 22. Das, was der momentan bei Dortmund zeigt, muss alle Vereine in Europa die Ohren spitzen lassen, nach dem Motto, den muss man im Auge behalten. Kann man mehr oder weniger fast sagen, alles möglich, was da natürlich in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann, aber vom Potenzial her, oh nochmal, wirklich absolut geil. Kommt zu Dortmund, schlägt ein, liefert jede Partie, macht richtig Rambazamba, der nutzt die Bühne aus Sicht von Dortmund so, wie man sich das eigentlich für jeden Dortmund-Transfer mal so vorstellt. Wenn das so das Best-Case-Szenario ist, siehe Bellingham, siehe Sancho, siehe damals Lewandowski, Dembele etc. etc. Kommt, performt und irgendwann verkauft sie für eine große Summe weiter. Na, also muss man wirklich sagen, sehr, 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 sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und ich bin ehrlich, 40 Mio für einen Außenverteidiger, momentan von der Qualität, da würde ich probieren, relativ zügig Attacke zu machen. Ich würde es mir wünschen, dass er bei Dortmund bleibt. Bin ich ehrlich. Weil bei Dortmund hast du einfach den Vorteil, das tut mir mal leid für jeden Dortmund-Verein, aber ich denke, man weiß ja einfach, dass es so ist. Du bist kein Verein in der allerobersten Schublade, sondern du bist halt immer noch mit diesem Image so ein bisschen besudelt in Anführungsstrichen, dass man so ein Ausbildungsverein ist, dass sich Spieler als Sprungbrett nutzen. Aus diesem Segment rauszukommen, stelle ich mir ultra schwer vor.
Ich hätte da auch absolut keinen Bock drauf. Ich sehe selber nicht, was Dortmund dafür machen könnte oder sollte, außer einfach mal größeren Namen für mehr Kohle zu verpflichten. Aber das hat man jetzt ja nie großartig getan. Mit dem Geld, was von Dembele, Sancho, Bellingham etc. mal kam. Sondern das hat man dann ja immer eher andersweitig aufgeteilt. Aber bei Marzen, der kann dann zu Dortmund gehen, der kann weiterhin seinen Stiefel machen, der ist in einem Umfeld, wo er sich momentan scheinbar sehr wohl fühlt, kann da 2-3 Jahre performen und dann kann der auch wieder für 70, 80 Mio theoretisch gesehen weiterziehen. Das ist auf jeden Fall realistisch und wäre mir Stand jetzt lieber, als dass der irgendwo anders reingewürfelt wird, schon gar nicht irgendwie in die Premier League. Bitte, bitte weg von der Premier League. Von mir ist auch gerne Bayern oder sonst was, mir relativ egal. Oder wenn er irgendwo anders unterkommt, aber bitte einfach nicht Premier League, weil dann ist das Brennglas wieder einfach too much. Weil wenn er jetzt beispielsweise zu, sagen wir jetzt mal Manchester City geht, ganz stumpfes Beispiel, ja, ganz salopp gesagt, und da 3 Spiele scheiße spielt, dann auf der Bank wieder sitzt, dann ist halt schon fast over. Dann hast du deine Chance einfach vertan. Ne? Das ist einfach do or die bei manchen Vereinen, die dann eben in der obersten Schublade sind. Da musst du einfach auf Knopfdruck funktionieren, ansonsten fängt der Boden ganz, 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 ganz schnell unter dir zu brennen. Und das würde ich ihm nicht wünschen, ganz im Gegenteil, weil macht Spaß, ihm zuzugucken und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn er bei Dortmund unterkommt, denn am Ende des Tages, wenn Chelsea ihn wirklich abgeben wollen würde und oder beziehungsweise Dortmund zieht ja Ausstiegsklausel und er selber möchte auch nur zu Dortmund, dann sehe ich ja auch wieder Potenzial, dass er gut zu Dortmund passen würde, macht er ja gerade schon und wie gesagt, das ist dieses typische Ding, wenn er halbwegs gut performt, den kannst du weiter verscherbeln. Mit dem wirst du easy 70, 80 Mio machen, je nachdem wie sich der Markt entwickelt, Außenverteidiger immer super beliebt, gibt es nicht so viele von. Das spricht nichts gegen. Ganz im Gegenteil. Was hältst du von Florenzi Flashback? Sag ich dir gleich was zu. Also, ich hoffe, hey Jim, ich konnte jetzt deine beiden Fragen dahingegen beantworten und ich hoffe, ich habe dich damit jetzt ein bisschen zufriedengestellt. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich mal gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Wer bei Bayern Trainer wird, wer bleibt, wer geht, wer kommt, man kennt's. Und selbiges gilt dann natürlich auch mit Ian Marzen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Freut mich wirklich.